9 Uhr morgens, Frühstück. Guck mal, das ist echt wesentlich größer. Komm, hier sind Brownie-Stückchen. Boah, Digga, warte, lass uns das mal sehen. Wirklich, die harten sitzen da. Meine auch. Was geht ab, meine Freunde? Welcome back zu einem weiteren billig versus teuer oder teuer versus günstig Video. Und zwar bin ich hier gerade mit Numi am Start und wir als Eisliebhaber dachten uns mal, wir müssen mal wirklich bekannte Eissorten unter die Lupe nehmen, ob wirklich die günstige Variante, vor allem die dann teilweise die Hälfte nur noch kostet, wirklich auch was taugt. Und das haben wir uns einfallen lassen, natürlich auf eure Kommentare unter seinem Instagram-Post und dann in seiner Instagram-Story. Aufruf gestartet. Aufruf gestartet, ja, genau. Also an dieser Stelle nochmal fettes, fettes Dank an die Community. Die haben uns nämlich genau diese Eissorten empfohlen. Unter anderem kennen wir Kinder Bueno, erwähne ich zigmal in meiner Story. Ich esse es auch tatsächlich sehr häufig. Und das ist die, ich nenne die mal Fake-Variante von Aldi. Soll angeblich, wie wir hier schon optisch sehen, sehr identisch sein. Dann haben wir als zweiten Vergleich hier das Half-Baked von Ben & Jerry's. Ey, schreibt mal in die Kommentare, wer das schon mal gegessen hat, beziehungsweise wohl eher, wer noch nicht. Also das kennt so gut wie jeder eigentlich. Und hier die Fake-Variante von Rewe. Vorab gesagt, ist kein Product Placement in keinster Art und Weise. Und wir werden diese zwei Eissorten mal vergleichen und fangen natürlich erstmal mit den Macros an. Wir haben hier pro 100 Milliliter 229 Kalorien. Hier haben wir 208, das heißt sogar weniger Kalorien in dem Sinne. Trotz allem haben wir pro Portion hier bei den Originals, sage ich mal, 206 und hier pro Portion 227. Das bedeutet, das Eis hier muss irgendwie größer sein oder mehr Inhalt haben, aber es ist relativ identisch. Hier haben wir tatsächlich so einen kleinen Vorteil bei der Fake-Variante, 205 Kalorien und hier 262 Kalorien. Aber man muss natürlich immer schauen, ob sich wirklich auch der Kalorienunterschied lohnt, geschmacklich. Und das stellt sich natürlich heute heraus. Wir haben hier 500 Milliliter und hier ebenfalls, die Preise variieren natürlich stark. So, wir haben jetzt Weiß mal ausgepackt. Was sofort auffällt, ist, dass die günstigere Variante deutlich größer ist. Für 1,99 bedeutet ein Eis kostet in diesem Fall 50 Cent. Wobei hingegen bei dem Kinder Bueno das Ganze 3,50 kostet. Ich will das Ganze jetzt erstmal nicht im Kopf ausrechnen. Aber Fakt ist, ihr bekommt bei der günstigeren Variante mehr für weniger Geld. Jetzt bin ich mal auf den Geschmackstest gespannt. Ja, schneid mal auf das gute Ding, Alter. Das wollen wir uns erstmal von innen anschauen. Und man kann wirklich sagen, sieht eigentlich relativ identisch aus, oder? Was würdest du sagen? Also ich würde sagen, wenn ich die jetzt vertauschen würde, ja, ich glaube, du würdest kaum einen, ja, Unterschied merken, welches ist. Witzig, das von innen mal zu sehen, ne? Guck mal, das ist echt wesentlich größer. Also das ist Fake quasi. Wir nennen das jetzt mal Fake und das ist das Original. Ah, sieht schon saftig aus. Ja, ich kann mir auch echt nicht vorstellen, dass das irgendwie anders schmeckt, oder? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Und wir alle, die dieses Eis schon mal gegessen haben, wissen ganz genau, was hier wichtig ist. Die Krone. Boah, die ist schon geschmolzen, Alter. Wir schauen jetzt mal, Fake-Variante, die Original-Variante habe ich des Öfteren gegessen. Ich muss zugeben, first time, ich habe die noch nicht gegessen. Mhm. Nougat, Schokolade, okay. Und das zu differenzieren, es schmeckt unterschiedlich. Es schmeckt nicht schlecht für alle Schokoladenfans. Fake-Variante schmeckt wie Nougat, so richtig so Nougat-Creme. Und es schmeckt so wie Vollmilchschokolade. Jetzt kommen wir natürlich zu dem inhaltlichen Test nochmal. Leute, ihr müsst mal bedenken, ne? Wir haben es 9 Uhr morgens. Wir haben schon zwei Käsebrötchen gegessen. Der Numi hat sich einen Schokoriegel reingehauen. Fitness Lifestyle. Schmeckt so ein Unterschied. Ich glaube, bei dem Inhalt gar nicht. Ich habe das Gefühl, das ist genau dasselbe drin. Ohne Spaß. Crazy. Hm? Sieht identisch aus, ist eigentlich, ja, mehr drin. Ist mehr und drin. Schmeckt identisch. Trotz allem, das schmeckt nougatmäßiger und das dementsprechend eher schokoladiger, aber ey, mehr Inhalt für weniger Geld. Wenn du jetzt nicht wüsstest, was ich dir gegeben habe, könntest du unterscheiden, welches ist. Mhm. Ah, das sah auf jeden Fall gut aus gerade. Ganz kurz das Fazit vorab schon mal. Fake-Variante, Alten. Sorry, Kinder Bueno, ihr habt noch zu wenig gezahlt. Das Spaß.
Also von der Optik kann man echt sagen, sieht beides saftig aus, ne? Mega. Also ist doch aber man sieht schon, ich weiß nicht, da steht zwar drin, dass das derselbe Inhalt ist, aber man sieht schon, dass das ein bisschen gefüllter ist, ja. Meinst du? Ja, guck mal. Oder das, ja, das, vielleicht wirkt das nur so, weil es mehr geschmolzen ist oder so, oder? Nee, das ist immer so voll. Ich als... Da würde ich mal sagen, dann testest du das auch, weil ich muss gestehen, ich bin nicht so der Ben & Jerry's Freak, Pin-Eis-Typ, echt. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben 5 Pins leer gegessen. Schreibt mal in die Kommentare, wie viele Pins ihr gleichzeitig schafft. Also Arne locker 2, selbst Arnes Mutter schafft 2. Ich schaffe meist noch nicht mal 1, das ist kein Scherz, Nomi. Digga, weißt du, was mich eher interessiert? Also, schreibt mal in die Kommentare, was euer Lieblingsgeschmack ist bei den Ben & Jerry's dort. Okay, das ist natürlich, jetzt haut er raus hier, Alter. Aber jetzt testet der gute Mann, wie immer. Du weißt, um 9 Uhr morgens musst du die auch aufessen. Digga. Willst du erst original erstmal? Ja, okay. Original? Mhm. Mhm. Saftig, kennt man, sagst du? Kennt man definitiv, warte mal. Hat da so einen Kern oder so? Nee, da sind überall so Brownie-Stückchen und Teigstückchen. Ah, okay. Okay, Safto. Du sollst nicht das Eis essen, sondern es testen, Digga. Ja, ich will das hier. Das ist jetzt erstmal auf. Preise 6. 5,99. Ja, 6 Euro. 2,49 Euro war das. 59, ja. 59. Ja. Irgendwie so, aber auf jeden Fall die Hälfte, mehr als die Hälfte. So, worauf ich jetzt extrem gespannt bin, ist auch hier die Konsistenz, weil das ist der Grund, warum ich das beispielsweise so liebe. Und ja. Ah, geht tief, ja, geht tief. Ja. Also man muss ehrlich zugeben, man schmeckt definitiv einen Unterschied, keine Frage. Aber nichtsdestotrotz, so würde zumindest Tapia jetzt sagen, für den Preis geht das trotzdem voll in Ordnung. Vor allem, wenn du mal ausrechnest auf die Kalorien, wie viel du hier für die Kalorienmenge zahlst und hier, dann macht natürlich heutzutage niemand, aber Digga, rechne mal 2,60 Euro auf die Kalorien, die du da bekommst und 6 Euro, die du da bekommst. Hier sind Brownie-Stückchen drin. Echt? Boah, Digga, warte, lass uns das mal sehen. Ja. Ich kenne das selbst noch nicht. Wow, saftig. Ja? Ja? Digga, das sieht schon sehr ansehnlich aus. Oh! 9 Uhr morgens, Frühstück, im Hause Tapia. Fetten Daumen erstmal dafür da lassen, dass Nomi sich das antut hier. Ja, also die konnte ich jetzt direkter Vergleich, ohne zu warten. Safe. Ben & Jerry's trotzdem. Aber man muss das natürlich wieder auch von einem Preis-Leistungs-Verhältnis sehen. Und ey, 6 Euro jeden Tag. Gehen wir mal davon aus, es gibt Experten und solche, die jeden Tag so ein Ding essen. Ah, ne? Okay, das wird teuer. Da kann man ruhig mal auf jeden Fall ohne Bedenken hierzu greifen. Ist definitiv nicht verkehrt. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, definitiv. Ja. Und während Nomi das Eis jetzt um 9 Uhr morgens zerstört, ich erwähne es nur so nebenbei, dass wir 9 Uhr morgens haben. 9 Uhr morgens nach 2 Käsebrötchen. Und sogar einen Schokoriegel, den er hatte. Sollt ihr natürlich mal in die Kommentare schreiben, welche Produkte wir testen sollen. Dann kommen wir gerne nochmal zusammen, hauen nochmal was raus. Und ihr checkt jetzt mal ganz fleißig seinen Kanal ab, denn da ist parallel, gehen wir jetzt mal von aus, auch ein günstig versus teuer online gegangen. Also unten verlinkt in der Beschreibung und wir sehen uns bald wieder mit dem nächsten Produkt. Oder wenn es wieder heißt, Tapia haut sich die Wampe mal voll. Oh, ich bin so glücklich, dass du das Eis isst, Alter. Ich schwör's, ich hab voll keinen Bock gerade drauf. Bis zum nächsten Video, meine Freunde. Haut rein.